Bitte ins Depot. Halt. Das hätte mir auch mal jemand von euch sagen können, Zwinker-Smiley. Nee, alles gut. So, nehmen wir hier auch einen Jet. Die Frage ist, ob man einheitlich jetzt diesen Jet 20 für Personentransporte nimmt. Aber wahrscheinlich wird das dann ordentlich die Kosten irgendwann mal dingsen. Na gut, weil das eine kurze Strecke ist. Wir probieren nochmal den hier aus. Ah, warte mal. Der kann 40... Ach, guck mal, der Jet 10, der kann 40 mitnehmen. Das ist natürlich praktisch. Das sieht natürlich auch ein bisschen wild aus. So. Und dann hoffe ich doch mal, wenn der hier ankommt, dass sie dann ja maximal produzieren. Jetzt. Gut. Jetzt fehlen nur noch hier 10 Arbeiter. Am Stahlwerk. Ist das da vielleicht auch das Problem? Ne, jetzt. Keine Fehler aktuell. Oh, geil. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Jetfuel transportieren. Da hängen wir aktuell so ein bisschen hinterher. 2400 brauchen wir transportiert. Das heißt, das muss auch erstmal leer werden. Hier scheitert es auch wieder irgendwie am Bier. Ich muss halt noch Brauereien bauen. Was sind Brauereien? Die hier? Die machen doch gar nichts. Kein Getreide da, oder? Kein Getreide da, ah. Wieder irgendwo Getreidemangel. So, es geht jetzt auch mit der Bierproduktion aufwärts, so wie ich das gerade sehe. Genau, 200. Lager muss voll werden. Ach nee, die brauchen ja Getreide und Hopfen dafür. Ich meine, Getreide haben sie ja viel. Aber Hopfen kommt nicht hinterher. Dabei hat das doch gerade hier so eine relativ kurze... Quatsch, Weizen. Na gut, das kann natürlich sein, weil der Bäcker... es gibt ja noch den Bäcker. Der klaut ja auch noch hier den Weizen raus. Aber ich würde ja trotzdem nochmal einen weiteren Zug fahren lassen. Wahrscheinlich brauche ich dann doch hier endlich nochmal ein Gleis. Könnte man ja mal schnell, da brauche ich, da brauche ich auf jeden Fall noch einen Bahnsteig, das heißt, das wäre dann hier, der Zubringer wäre dann hier, ne, so wie ich das sehe. So, da tüdelt das dann raus. Na gut, das kann man eigentlich auch gleich so bauen, dass es dann passt.
jetzt ist der halt geradeaus reingefahren. Das war jetzt so eigentlich nicht gedacht. Schnell mal abreißen, bevor da noch mehr kommen. Die Fahrtrichtung, so. Das müsste ja eigentlich stehen bleiben können. Die Ausfahrt müsste man dann halt noch verbessern. Achso, jetzt passen die Signale da gar nicht. Ah, komm, ich mache es mal so hier einfach. Da einfach halt halber. Das Signal rutscht dann eins nach hinten. Einfach mal den Bahnsteig. Oh, scheiße, das ist. Ach, das ist außerhalb der. Der Dingsung. Ach, das ist dumm. Gab es da nicht irgendwie so eine Markenaufwertung, die das irgendwie machte, oder? Bauchreiche Lagerhalle, Siedlung, Produktionsstätten. Nee, ach, das ist natürlich blöd. Da geht das gar nicht. Ich lasse es trotzdem mal dort stehen, das Gleis. Oh, wenn das Fenster nicht immer so klein wäre. So, na gut, Getreide. Hm. Ah, jetzt kommt gerade wieder welches an. Fleischversorgung ist so schlecht. So, jetzt haben sie ja wieder zu wenig Arbeiter. Gut, aber aktuell passt es so. Das Thema Jet Fuel haben wir immer noch offen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich mal nach und nach die Züge, die Personenzüge auf Jet Fuel tauschen, dass das leer wird. Ich nehme da wahrscheinlich wirklich bloß die kleinere Version von der Lok. Ich meine, klar, bei dem ganzen Verkehr, der hier ist, können sie diese 100 hier sowieso nicht ausfahren, aber so einer weg. 320, ach, das ist die Steinversorgung. 320, genau. So, 480. Und Abfahrt. Ich meine, 2400 Jetfuel am Tag, das ist schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist sportlich. Ach, warte mal, jetzt habe ich doch vergessen, bei den Zügen auch teilweise die Wagen zu tauschen.
220 und 240. Jetzt gucken die doch mit diesen Uraltwagen hier rum. Was hatte ich gesagt? 120 und 240? Also hier immer weg. Was sind das für Wagen? DT10. Na gut, da könnte man noch ein bisschen... na komm, ich mach das richtig. So, 120 und wie war das jetzt? 240. Wo fährt er hin? Nach. Steht dort Hopf oder? Denke ich mal, dass es das ist. Wo war jetzt das ganze Hopfen hier? Genau, 220, 240. Na gut, bei den Wagen, die ich jetzt gerade schon getauscht habe, da lasse ich das einfach so, das passt, Abfahrt. Hier haben wir noch einen lang mit 520 Arbeitern. Ach, jetzt habe ich das Fenster verschoben. So. Jetzt passt das wieder. Na gut, man könnte natürlich auch einen Filter setzen bei der Route, ne? Das würde, glaube ich, einfacher gehen, als jetzt hier alles so anzuklicken. So, Abfahrt. Da haben wir doch schon. Achso, das ist der Wendezug. Hier kommt der nächste, 230.